Heute geht es um diesen Zahnbecher und Zahnbürstenhalter mit ein bisschen Automatik drin von Busea. Den möchte ich auch unbedingt gezeigt haben. Alles weitere gleich nach dem Intro. Hallo und herzlich willkommen und schön, dass ihr auf Darkies Hardware World eingeschaltet habt und eingecheckt habt. Hier ist wieder euer Darkie für Darkies Hardware World und ich begrüße euch. Ja, wir waren noch am Überlegen, wir haben immer so ein kleines Bad und immer 1000 Becher da rumstehen und Zahnpasta und weiß man alles, was man so hat. Und diese ständige Drücken auf der Zahnpastatube ist mir echt völlig auf den Keks gegangen. Das geht mir schon seit mein ganzes Leben auf den Keks. Dann prügt man da rum und dann passt man nicht auf und dann ist es ein Waschbecken und was weiß ich alles. Kennt ihr bestimmt alle. Deswegen habe ich rein zufällig den Busea Zahnbürstenhalter Eco automatisch wandmontierter Zahnpastaspender und Zahnbürstenhalter Set für Kinder und Erwachsene. Und dazu werde ich euch mitnehmen. Das Ding ist für vier Personen, sind vier Zahnbecher drin, zeige ich euch gleich. Und kann man auch fünf Zahnbürsten unten drin halten. Hier in der Halterung selber geht noch eine Klappe rein. Und da, das ist der Clou. Da steckt ihr oben eure Zahnpasta rein. Und dann drückt man und kriegt Zahnpasta raus. Und man spart noch rein. Und dazu lasse ich euch heute ein zu einem schönen Haushaltsvideo, wie immer. Und ab geht's zum, ich hoffe, ihr habt viel Spaß, zum Wandhalter oder so. Auch Hardware. Check. Also für die chinesische Verpackung, alles in Chinesisch gehalten, ein ziemlich neues Produkt noch. Hier ist ein Zahnbecher drin, da soll die Zahnpasta drauf gehen. Hier steht nochmal die Personenzahl, wie viele Zahnbürsten und so ein Halter. Und den möchte ich mit euch aufmachen mal. Und ich denke mal, bei 20 Euro kann man nicht so viel verkehrt machen. Wir ziehen das Ding mal. Das sieht anders aus, meine Hände sind davor. Das ist so ein Halter, den zieht man dann hier ab. Irgendwie. Da ist da eine Klebefläche drauf. Das muss ich. Ah, dahinter. Ah, da ist eine ziemlich große Klebefläche drauf. Das muss ich natürlich vorher reinigen. Dann kommt uns hier der Halter entgegen. Okay. Das ist das gute Stück. Okay. Das ist hier nochmal eingepackt. Das entfernen wir mal. Ah! Also. Ist ja cool. Das hält so magnetisch hier. Das sind zwei graue Zahnbecher. Hier oben sind nochmal jeweils zwei drin, die weißen. Das kann man natürlich bestimmt das wahrscheinlich tauschen oder auch nicht. Nee, das kann man nicht tauschen. Da befindet sich, glaube ich, ein Magnet drin. Sieht jedenfalls so aus. Wir haben hier vier Zahnbecher. So, aha. Hier ist die Haltung für die Zahnbürsten 1, 2, 3, 4, 5. Und hier, das ist wohl der Clou. Ich habe erst gedacht, das geht elektrisch, aber das geht wohl nicht. Hier gucken wir nochmal rein. Wir haben nun die Becher gehalten. Von unten schauen wir uns das. Da sind Magnete drin. Ja. Und das soll man irgendwie drücken. Dann soll die da die Zahnpasta reingehen. Da bin ich ja gespannt, ob das funktioniert. Da ist so eine Art Sauger drin. Und das Ganze wird dann hier eingeschoben und mit den Haltern befestigt. Dann muss man hier die Folie abziehen. Okay, ich schau mal, ob wir das hinkriegen. Ich mache mal unser Bad klar, unser altdeutsches. Das ist eine Altbauwohnung, deswegen. Also nicht die blauen Fliesen verurteilen, die waren da schon drin. Ich habe mich dran gewöhnt. Irgendwann wird das mal renoviert. So, man zieht hier die Folie ab, ne? Und dann funktioniert das schon. Dann kann man das ankleben. So, dann nehmen wir hier die Zahnbürste und dann schieben wir, ich mache das mal ganz nah ran und langsam hebt er das und dann haben wir schon, ja, man muss ja ein bisschen vorsichtig sein, dann hat man schon seine Zahnpasta da drauf. Ich teste das gleich nochmal, ob das doof, wenn man da nicht reinguckt. Man muss ja schon. Aha, dann hat man seine Zahnpasta da drauf.
Also ist noch ein bisschen eine Übungssache, aber es funktioniert und die ist schon relativ leer. Gut, wir testen das noch weiter und dann haben wir hier oben unsere Becher und dann kommen wir zu meiner Einbewertung. Ich hoffe, das war ein bisschen belustigend bei euch. Also ich muss ja sagen, ich bin begeistert. Ich bin aber so eine faule Sacke und dieses ewige Zahnpastatuben ausdrücken, das geht mir sowieso jeden Morgen, jeden Abend auf den Sack. Ganz ehrlich gesagt. Das Ding haben wir jetzt einige Tage in Gebrauch und meine war ja schon ziemlich leer, meine Kolgate. Entschuldigung für die Werbung, ist keine Werbung, keine Fremdmarkenwerbung. Jeweils für die Zahnpasta. Und der drückt die weg, der zieht das Ding wirklich her, weil da muss ein Unterdruck entstehen, wenn man da dran pumpt. Cool, man muss ein bisschen die Übung draußen haben, damit man richtig trifft, damit es dann auch passt. Die Becher und magnetisch, zack, das Anbringen, den Klebestreifen rein, reindrücken, fertig. Vorher nochmal die Fläche vorher reinigen. Gut, es gab nichts zu meckern, echt nicht. Zahnbürsten kann man schön ablegen. Man hat nicht mehr diese ganzen Becher da rumstehen. Wir sind manchmal drei, manchmal vier Personen mit den beiden Kindern. Und dann hat man da keinen Stress. Das Bad ist aufgeräumt. Wir haben sowieso ein kleines Bad, ein Duschbad und da passt das super. Also von mir aus, klare Kaufempfehlung, euch die 20 Euro waren es mir wert. Ne? Das hat mir mal so richtig Bock gemacht, weil das ist wirklich eine innovative Idee. Da muss man erstmal drauf kommen, sowas herzustellen. Also dann war jemand echt, hat mal richtig nachgedacht. Ich finde es ganz, ganz toll. Ja? Also habt ihr gut gemacht. Was ich nicht gezeigt habe, ist, da müsst ihr bitte dran nacharbeiten. Also leider keine deutsche Bedienungsanleitung. Ich zeige euch das nochmal kurz. Aber im Prinzip auch selbst erklären. Ne? Also hier steht nochmal, was ich auch gemacht habe und mir gedacht habe, schön feucht alles abwischen oder mit Glasreiniger. Dann das Ganze ankleben hier, den Schlindreifen hinten abziehen, reindrücken, mit Zahnpastatuben zwei Stück befüllen, Becher kann man ziehen, Zahnpasta hier reindrücken. Also das kann man sich eigentlich im Prinzip denken, wie das funktioniert. Aber eine kleine deutsche Anleitung, mein Lieben. Eco-Co wäre doch vonnöten. Mal als Rat nehmen. Ja, das war's. Ich packe euch das Ding auf jeden Fall in die Videobeschreibung. Ich finde es eine tolle Innovation. Sonst hätte ich da kein Video drüber gemacht, aber muss auch was anderes machen. Wie gesagt, ab in die Videobeschreibung. Jetzt kommt wieder ein bisschen Werbung für den Kanal. Ihr könnt gerne den Spendenlink drücken oder besucht auch unseren Fanshop. Da gibt es dann auch so ähnliche Dinger. Ne? Darüber würde ich mich sehr freuen. Ne? So, Werbung zu Ende. Alles eher oder weiter Werbung, wie auch immer. Nächstes Video ist natürlich am Start. Ne? Wie üblich, wir haben noch ganz viel am Start. Also, Kanal geht weiter. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Wenn es das denn getan hat, dann lasst doch mal ein Abo da oder einen Daumen in nördliche Richtung. Und ja, und ich hoffe, es hat euch ein wenig belustigt. Na? In diesem Sinne verabschiede ich mich. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche, schönes Wochenende wie immer. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder zum nächsten Gaming oder Software oder wie auch immer Check. Na? Aber ich zähle auf euch. Bis zum nächsten. Ja, wohin wohl? Dann geht wieder in die Hardware-Bereich. Hardware-Bereich.